Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute haben wir hier einen nagelneuen GLE und wir werden in dem Video eine nachträgliche Absicherung vorstellen. Das Video kann natürlich für jeden Mercedes angewendet werden. Dieses Fahrzeug hat natürlich ab Werk eine Alarmanlage. Selbstverständlich, genau wie auch eine Wegfahrsperre. Trotzdem wurde es leergeräumt, aufgebrochen, obwohl das Fahrzeug erst seit einigen Tagen bei dem Kunden war. Warum kann sowas sehr einfach passieren, kann man hier demonstrieren. Wir haben jetzt das Fahrzeug verschlossen, die werksmäßige Alarmanlage ist geschärft. Wenn wir das Fahrzeug aufmachen, was passiert? Die Alarmanlage geht nicht an. Warum ist das relevant? Weil die Diebe gehen sehr einfach vor. Die schlagen diese Scheibe ein und öffnen das Fahrzeug von innen, von hinten. Und dann entschärft sich dadurch automatisch die Alarmanlage von Mercedes. Und deswegen werden diese Fahrzeuge aufgebrochen, leergeräumt, denn das ist eine der sehr, sehr vielen Möglichkeiten, die werksmäßige Alarmanlage zu deaktivieren und unschädlich zu machen. Genauso auch die Wegfahrsperre, die dieses Fahrzeug hat. Wenn die Diebe das Auto komplett klauen möchten, kann man genauso einfach deaktivieren, wie ich jetzt demonstriert habe mit der Alarmanlage. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Methoden dafür. Wir werden einmal in diesem Video euch erklären, welche Arten von Absicherung es gibt. Was macht Sinn für euch? Welche Sachen schützen was? In diesem Fall haben wir natürlich ein nagelneues Fahrzeug, was noch nicht lange auf dem Markt ist. Und natürlich muss man sich in so einem Fall Gedanken machen um eine Garantie. Denn natürlich ist es so, dass jeder Hersteller es nicht super findet, wenn etwas Externes eingebaut ist. Deswegen sollte man mit der Vertragspartnerin in der Niederlassung das besprechen. Aber in jedem neuen Fahrzeug haben wir die Möglichkeit, das Fahrzeug oder den Einbau so zu gestalten, dass wir das System so komplett deaktivieren können. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel zu dem Service fahrt, zur Niederlassung, egal was zu machen, ihr betätigt eine bestimmte Funktion und dann ist das Auto komplett wieder Serie. Das heißt, wenn keiner weiß, dass irgendwas eingebaut ist, dann wird auch keiner meckern. Das wäre auch eine Möglichkeit vorzugehen, wenn die Niederlassung oder Vertragspartner das nicht ideal findet. Denn für die ist das egal, was ihr für eine Alarmanlage einbaut, wer sie einbaut, wo die nichts daran verdienen, ist natürlich nicht schön. Wir werden jetzt einmal kurz die Alarmanlage demonstrieren, die wir hier verbaut haben und werden auf die einzelnen Sachen eingehen. Hier zeigen wir euch einmal, wie das Ganze funktioniert mit einer nachgerüsteten Alarmanlage. Das heißt, wenn die Diebe die Scheibe einschlagen und das Fahrzeug von innen öffnen, dann löst die Alarmanlage natürlich aus. So sollte normalerweise die Alarmanlage ab Werk funktionieren, aber das tut sie leider nicht, deswegen werden diese Fahrzeuge aufgebrochen, leergeräumt und auch im Ganzen geklaut. Die Alarmanlage, die man nachrüsten kann, kann man auf verschiedene Arten verbauen. Das heißt, es gibt Alarmanlagen, die arbeiten ausschließlich über den fahrzeugeigenen Schlüssel. Es gibt Systeme, die brauchen zusätzlich zu dem Schlüssel eine Driver-Card. Das heißt, nur derjenige, der den Schlüssel dabei hat und die Driver-Card, kann die nachgerüstete Alarmanlage entschärfen. Das macht natürlich sehr viel Sinn, denn die Fahrzeugschlüssel können natürlich kopiert werden, neue Schlüssel können programmiert werden. Dadurch haben wir einen zusätzlichen Schutz. Natürlich ist es auch möglich, dass man benachrichtigt wird, wenn irgendwas am Fahrzeug passiert. Das heißt, wenn die Alarmanlage auslöst, zum Beispiel auf dem Parkplatz oder jemand an dem Auto rangeht, ist es natürlich möglich, eine SMS oder einen Anruf zu bekommen. In der Theorie hört sich das alles immer sehr gut an. In der Praxis ist das leider so, dass man für 100, 150 Euro sich einen Störsender aus dem Internet bestellen kann. Und dieser Störsender stört alles. Das heißt, er stört das Ortungssystem des Fahrzeugherstellers. Es stört auch das Ortungssystem, was man dann nachrüsten kann. Er stört auch die Signale vom Pager, dass man nicht vom Pager benachrichtigt werden kann, wenn irgendwas passiert. Das heißt, alles wird gestört. Das heißt, wenn das Auto halt Alarm schlägt, wird man trotzdem keine SMS oder keinen Anruf bekommen. Denn jeder Dieb, der sich mit so einer Thematik beschäftigt, wird die 100, 150 Euro für einen Störsender übrig haben. Deswegen verbauen wir für solche Fälle einen separaten Sensor. Der Sensor hat die einzige Funktion, zu reagieren und einen Alarm auszulösen, für den Fall, dass der Dieb seinen Störsender aktiviert, wie zum Beispiel in diesem Video. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Jammer aktiviere, dann werdet ihr gleich merken, dass die Alarmanlage Vollalarm schlägt.
In dem Fall ist das natürlich sehr gut. Das heißt, sogar wenn euer Ortungssystem euch nicht benachrichtigt oder ihr keine SMS oder Anrufe bekommt, trotzdem löst die Alarmanlage aus. Zum Thema Alarmanlage werde ich einmal kurz zeigen, wie die an sich funktioniert. Das heißt, wenn wir das Fahrzeug jetzt benutzen, so, mach das einmal hier kurz. So, das heißt, wir, habt ihr ja gesehen, wir können das Fahrzeug entschärfen, schärfen, wenn wir den Schlüssel dabei haben. Ne? Alles wie gehabt. Wenn wir jetzt die Driverkarte in einen Behälter verstecken und das Fahrzeug zum Beispiel schärfen, werdet ihr sehen, dass ich die Alarmanlage nicht entschärfen kann, solange ich den Fahrzeugschlüssel alleine dabei habe. Was passiert? Passiert Folgendes, Alarm geht an. Nur wenn ich den Schlüssel dabei habe und die Driverkarte, nur dann kann man die nachgerüstete Alarmanlage entschärfen und deaktivieren. Das ist ein sehr guter Schutz. Wenn ihr das Fahrzeug im Ganzen schützen möchtet, das heißt, dass das Fahrzeug im Ganzen nicht geklaut wird, dann ist es sinnvoll, eine zusätzliche Wegfahrsperre einzubauen. Die zusätzliche Wegfahrsperre funktioniert auf verschiedene Arten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, sie ebenfalls über den kleinen Anhänger zu realisieren. Das heißt, wenn ich den Anhänger und den Schlüssel habe, kann ich das Fahrzeug ganz normal starten, wie man das so halt kennt. So, wenn wir aber zum Beispiel in so einem Fall die Driverkarte wieder verstecken, in den Behälter, damit sie keinen Signal mehr sendet, und wir versuchen, das Fahrzeug zu starten, was passiert? Es passiert Folgendes, die Alarmanlage geht natürlich an. Das ist ein zusätzlicher Schutz für diejenigen, die das Fahrzeug im Ganzen schützen möchten. Das heißt, die das Fahrzeug gegen Totaldiebstahl schützen wollen. Deswegen muss man für sich realisieren, was möchte ich. Möchte ich zum Beispiel meine schönen Felgen schützen, mein Lenkrad, mein Navigationssystem, die Scheinwerfer, dann macht es Sinn, eine Alarmanlage nachzurüsten. Eine zusätzliche Alarmanlage, obwohl das Auto natürlich eine ab Werk schon hat. Wenn ihr das gesamte Fahrzeug im Ganzen schützen möchtet, dass es nicht komplett wegkommt, dann macht es Sinn, eine zusätzliche Wegfahrsperre einzubauen. Die zusätzliche Wegfahrsperre ist natürlich sehr kompliziert zu realisieren bei aktuellen Fahrzeugen, aber manche Fahrzeuge kann man einfach nicht mehr bestellen. Das heißt, wenn die Autos weg sind, dann sind die halt weg und man bekommt kein neues Fahrzeug, weil die werden nicht mehr gebaut. Deswegen, das muss jeder für sich entscheiden. Eine Alarmanlage und eine Wegfahrsperre kosten preislich das Gleiche, dass man einfach eine kostentechnische Hausnummer hat. Wenn man beides zusammen verbaut, dann wird das etwas günstiger. Ja, schreibt gerne in die Kommentare eure Erfahrungen, die ihr gesammelt habt mit solchen Sachen, eure Fragen gerne auch an uns und ansonsten telefonieren wir oder meldet euch bei uns. Dankeschön, tschüss.